Als ich bei Systema begonnen habe, war die Kooperation zwischen VMPL und Systema bereits aktiv. Somit hatte ich da nicht unmittelbar einen direkten Einblick, wie die Initialisierungsphase war. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Automatisierung und den Bedarf an Automatisierung Systema dazu bringt, dass wir einen großen Ressourcenbedarf haben und dort einen Partner brauchten, um dort entsprechend unsere Projekte auch staffen zu können. Ja. Und genau an der Stelle hat VMPL quasi geholfen, in der Art und Weise, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen, die eine entsprechende Nähe, eine entsprechende Kommunikation von den Entwicklern mit den Projektteams auch ermöglichen. Und das waren quasi die Grundlagen dessen, dass wir da in eine Kooperation eingestiegen sind. Ich erinnere mich da speziell an ein Projekt, wo wir unsere CI/CD-Plattform erneuern wollen. In der Phase der Auswahl und der Unterstützungssuche haben wir quasi mehrere Lieferanten angefragt. Dabei war es aber so, dass nur VMPL überhaupt Möglichkeiten uns aufgezeigt hat. Wir haben da den Bedarf in bestimmten Technologien vorgegeben. Nur VMPL konnte erfüllen, uns quasi Technologie zu bieten, aber auch entsprechende Beratungsleistung sowie die Unterstützung bei der Implementierung, sodass wir unser Team enablen, das in Zukunft weiterführen zu können, aber auch wirklich eine realisierte neue Plattform bereitstellen zu können. Wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit VMPL. Die Zusammenarbeit ermöglicht uns, über das, was wir in den Projekten an Unterstützung bekommen, auch einen guten Austausch zu haben über neue Ideen, über Best Practices und Good Practices. Beispielsweise war ich gerade eben in einer Runde, wo wir uns über die ISO-Normen und Zertifizierungen ausgetauscht haben, was also weit über die normalen Projekte hinausgeht. Und genau das ist es, was so eine Partnerschaft ja ausmacht und gegenseitig Unterstützung gibt.